Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder. In unsere Schar illustrer Gäste aus Film, Funk und Fernsehen reiht er sich nahtlos ein. Ein ehemaliger Zivildienstleistender, der trotz seiner jungen Jahre schon eine beträchtliche Karriere als Schauspieler und Musiker hinter sich hat und etliche Auszeichnungen vorweisen kann. Darunter den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis. Ich möchte ihm heute zusätzlich den Jörg-Träger-Ehrenschnäuzer verleihen, weil er so unverschämt gut ist. Wäre ich noch das junge Mädchen von damals, ich würde ihn mit zittriger Stimme und schweißnasser Stirn mit meinem letzten Pausengeld auf eine Fanta Mango einladen. Liebes Publikum, hier ist für Sie der heutige Stargast der großen Promi-Hofschau. Hier ist Jonas Nein. Hallo! 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 Nimm dir was Süßes! Fische gibt's auch. Guck, ich glaube, man hat dir eine Fanta Mango dahingestellt. Ehrlich gesagt habe ich mir die Fanta gewünscht. Das hat für mich persönlich die Kindheitserinnerung, dass ich durfte immer nur an Weihnachten oder am Geburtstag Fanta trinken. Und heute ist wie Weihnachten und Geburtstag. Das ist zusammen. So schön, wenn man erwachsen ist, wenn man dann jeden Tag Geburtstag feiert. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass Fanta Orange in allen möglichen Ländern immer anders schmeckt? Und dass in Spanien die allersüßeste Fanta Orange das überhaupt stimmt. am Start ist? Ja, das ist ja das krass. Stimmt. Ist krass, oder? Ich bin weit gereist. Spanien, Kerfen, ich kenne alles. Du vereinst sehr viele Klischees in dir. Du bist junger Schauspieler, man nennt es auch Jungschauspieler. Du lebst allerdings in Lübeck. Und das ist ein bisschen schwierig, weil ich möchte dich gerne nach Berlin verorten. Weil das sich so gehört für Jungschauspieler. Ich glaube, es gibt echt relativ wenig, was mich mit Berlin verbindet, muss ich ehrlich sagen. Außer Arbeitszeit. Das ist ganz geil, dass du jetzt hier auf der Bühne sitzt und so ganz klassisch Hochdeutsch redest. Soll ich mal ein bisschen Nordisch sagen? Ja, richtig. Ein bisschen genau von der Vorderkante rauslassen. Ne? Kannst du noch richtig Plattdeutsch sagen? Nein, ich bin ja noch nicht so alt. Jetzt sag doch mal, wie klingt das denn? Du klingst super. Ich finde es mega. Ich überlege die ganze Zeit, ob du vielleicht Pierre Rousseau sein kannst für meine Hand. Ich würde zurück, mit Zunge. Also, mit Zunge? Oh, geil. War keine Ahnung. Oh, jawohl. Ich wollte einen Dusch. Für Zunge kriegst du auch einen Kapelle Push. Jonas kam schon relativ früh heute und hat sich, glaube ich, sofort instant verliebt in die Band, richtig? Oh ja, ja, ja. Ja, die sind großartig. Ich habe einen Teil oben von dem, ihr macht ja so einen Einlass- und Auslass-Song, ne? Ist doch geil, ey. Jetzt müsst ihr es anspielen, sonst versteht der Zuschauer nicht, warum es so ist. Einlassmusik, 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 geil. Du hast eine Band, das wissen wahrscheinlich die meisten. Und du hast mir gerade eben verraten, das plaudere ich jetzt hardcore aus, du hast gerade ein Musical auf die Bühne gebracht, weil du Musicals liebst, genauso wie ich. Und wir stehen dazu. Ja. Wir lieben Musicals. So, und es ist uns es egal, ist was ihr sagt dazu. Ich habe dich geoutet. Hast du wirklich? Ja, stimmt. Ja? Das heißt, du hast im Rahmen deines Studiums musstest du ein Musical machen. Ja, ehrlich gesagt hat mir das Bernd Ruf, unser Studienleiter Popmusik, hat mir das auf die Nase gedrückt, weil er sagte, Jonas, mach's mal. Kannst ja Skript schreiben und so, Schauspielerei ist alles ein Hut, mach's mal. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann will ich das aber auch inszenieren. Und dann haben wir das eine Woche lang gemacht. Und dann mussten wir innerhalb von einer Woche ratzfatz inklusive Charleston-Tanz und allem drüber dran. Kannst du Charleston-Tanz? Aber sowas von gar nicht. Ich war so glücklich, dass ich nur inszenieren musste. Da habe ich total. Wir hatten auch genau einen Tore. Wir hatten genau einen Jungen, der mitgetanzt hat. Ansonsten war es ja. Ansonsten nur Frauen. Aber das sah gut aus bei ihm. Der hatte einen Hüftschwung. Ach, sieht auch geil aus, wenn man das kann. Könnt ihr in Charleston spielen? Du kannst aber Charleston. Aber los, geht das. Aber das kann doch eigentlich jeder. Das kann kommen. Ja, das kannst du auch. Das ist gar nicht so schwer. Ist das nicht aber noch? Oh, ja, das kann jeder. Das kann jeder. Und noch ihn, oder? Jonas und mir ist. Halftime. Ich hatte mich davor gefürchtet und deswegen hatte ich mir eine Regisseurrolle zugeschickt. Ihr könnt gleich stehen bleiben, denn wir müssen exakt hier stehen, denn hier kommt unser Spieleraufbau hin. Wie jeder Gast muss auch du durch ein knallhartes Spiel, bei dem es um nichts anderes geht als Wissen, Wissen das und sieht schon böse Wissen. Aus. Wissen? Dieses Spiel nennt sich Pie Face und ich glaube, die Moderation wird extrem aufgewertet, wenn ich kurz erkläre, wie das Spiel funktioniert. Bist du aus während Atem ich so eigentlich? Aussehe, überhaupt nicht. Achso. Man sieht eh schon ziemlich dämlich aus, wenn man hier so durchguckt. Aber das ist eigentlich nur der Bestrafungsmechanismus für Dummheit. Denn wie im echten Leben wird auch hier Dummheit bestraft. Wir stellen Fragen.
Jeder von euch kriegt so eine schöne Tafel, die ist ganz hübsch. Auf diese Tafel schreibt ihr die Antwort auf die Fragen, die uns gestellt werden. Der, dessen Antwort am weitesten von der Wahrheit entfernt ist, muss sein Gesicht in dieses Gelöt hier einbauen. Dreimal an diesem Rädchen hier drehen und im besten Fall passiert dann das. Natürlich befindet sich auf dieser Hand zu diesem Zeitpunkt ganz eklige, fiese Sahne aus der Konserve. Wir werden morgen alle Pickel haben. Aber das ist völlig egal, denn heute ist heute und heute wird gelebt. So, und weil wir ganz dringend einen Quizmaster brauchen, machen wir Gazelle zum Headmaster of Entertainment. Gazelle, bitte lass dich einmal kurz umstylen unter tosendem Applaus. Oha! So, und ihr zwei, guck mal ran an den Tisch. So. Du musst doch keine, es kann noch nichts passieren, denn die Sahne ist noch nicht mal da drauf. Ja, ja. Erstmal gibt es ja eine Frage. Okay, sag es mal. Ab welcher Wassertiefe kann man nicht mehr furzen? Anzahl in Meter? Bitte oder in Meter, Kilometer? In Metern. Nee, und bitte okay, nur das, in Metern. Das war schon sehr, sehr schlau. Nur hast du es an uns alle weitergegeben. Bitte, wenn Sie geschrieben haben und dann auf mein Kommando drehen, alle bitte um. Ja, ja. Ja, dann bitte umdrehen. Die richtige Antwort wäre 10 Meter gewesen. Ich habe gewonnen. Verloren. Hast du 10 oder 50? 50. Da, hier, guck, da steht's. Ja, ja. 10. Das bedeutet wohl, die Annie kann schon mal ihr Gesicht einbauen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob es sehr schnell ist. Leider. Ich liebe bunte Streusel. Wollen wir die rauf tun? Gut, ich auch bis eben. Die tun auch nicht so doll weh wie die Kugeln. Die sehen schon echt böse aus hier. Reiß dich zusammen. Das ist ganz schön viel Sahne da drauf. Ja. Es heißt ja nicht, dass es aussieht. Du musst nur dreimal drehen nach vorne, bitte. Oh Gott, ich hab Angst. Dreimal. Trau dich. Eins. Eins. Bitte nicht. Eins. Das waren drei. Das waren dreimal. Danke, und jetzt Gazelle. Bereit machen für die nächste Frage. Gazelle, du bist doch bestochen. Ja. Ich habe so eine Angst vor diesem Ding. Wie viele Personen in Paris müssen jährlich ins Krankenhaus, weil sie auf Hundescheiße ausrutschen? Jährlich Krankenhaus, Hundescheiße ausrutschen. Paris. Danke. Bitte. Die schwarze Ziffer wird viel größer sein, weil keiner sich traut zuzugeben, dass er auf Hundescheiße ausrutscht. Das ist genau wie die Leute, die kommen und sagen, ich bin leider gestolpert. So, darf ich bitte an alle geschrieben, von alleine in meine Daumen umdrehen. Ich werde gleich einfach sagen, du weißt es gar nicht besser. In Wahrheit 58, 168. 85. Die richtige Antwort wäre 650 gewesen. What? Wow. 650? 650. Ja, Herr Ney, war am weitesten entfernt. Okay. Bitte einmal an unser Gerät. Das passiert bestimmt nicht. Da. Dreimal nach vorne drehen. Oh, das ist nicht so schlimm. Ja! Da. Steht der Sieger fest. Jonas Ney gewinnt das beste Gesicht des Abends. Danke. Danke. Ah.